Loslegen. Die sind gar nicht so ungefährlich, die Kollegen, die da auf Buster Bunny immer zulaufen. Dominik auf der anderen Seite hat mittlerweile 16 Punkte gesammelt, also schon ein bisschen aufgeholt. Ein spannendes Ohr-an-Ohr-Rennen. Genügend Möhrensaft haben sie vorher getrunken. 10 Sekunden haben wir noch. Die letzten Sekunden werden eingeleuchtet. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und das war's. Kommt mit nach vorne. Das war das Halbfinale. Einfach liegen lassen. Dominik und Nico. Wir gucken auf den Endstand. Nico, wie viele Punkte hast du gesammelt? 17 Sterne gesammelt. Gar nicht risikofreudig gewesen. Mal sehen, ob sich's gelohnt hat oder nicht. Dominik, du hast 20 Sterne gesammelt. Und dies ist unser Herausforderer für den Champion. Und der Champ wartet natürlich auch schon hinter den Kulissen, irgendwo hier im großen Playtime-TV-Komplex auf den Herausforderer. Dominik, Nico, alles klar, ne? Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Du bekommst natürlich auch was von uns. Das überreicht uns jetzt der Kopf. Extra die Sonnenbrille geputzt für den Gameboy zu Hause. Tiny Toons 2, Tiny Toons Adventures. Alles okay. Klar? Ja. Buster Bunny sagt auch danke. Möhren stark war das. Und danke. Das ist er, der Herausforderer. Für den Champion. Unser Champion heißt Christian und das ist Dominik. Dominik, du bist bisher top gewesen. Wir gucken mal ganz kurz, was der Champ hier irgendwo hinter den Kulissen im großen Playtime-TV-Komplex macht. Hi, wir sehen uns. Der Champ ist also gleich bereit. Dominik, du auch? Mhm, klar. Kriegen wir hin, ne? Vielleicht auch nicht. Ist ja nur ein Spiel. Dominik ist auf jeden Fall top. Was bei euch zu Hause top und angesagt ist, eure Lieblingsspiele der Woche, gucken wir uns jetzt an. Schlammschlacht ohne Ende mit Skidmarks. Für die Jagd über die 6 verschiedenen Pisten stehen 4 Stockcars zur Auswahl. Die Grafik lässt einige Wünsche frei. 1 Stern. Originalgetreuer Motorensound ist der Spaß für alle Rennfreaks. 2 Sterne. Der Fun kommt bei diesem Spiel nicht zu kurz. 2 Sterne. Simon the Sorcerer ist ein neues Amiga-Adventure-Spiel. Aufwendige Grafik, aber etwas langsam. Trotzdem 3 Sterne. Die spannungsgeladene Musik verdient 2 Sterne. Die Reise durch die Zauberwelt macht viel Spaß. 3 Sterne. Das superbrandneue PC-Spiel Beneath the Steel Sky spielt in einem düsteren Endzeit-Szenario. Die Animation der Spielfiguren könnte besser sein, ansonsten ist die grafische Umsetzung toll gelungen. 2 Sterne. 2 Sterne auch für die realistischen Soundeffekte und die musikalische Untermalung. 3 Sterne für Spaß und Spannung pur. Super Nintendo geht ab März mit The Legend of the Mystical Ninja ins Rennen. Für die Grafik im Stil von japanischen Comics vergeben wir volle Punktzahl. Die stimmungsvolle fernöstliche Musikuntermalung erhält 2 Sterne. Viel Spaß gibt es bei der Suche nach der entführten Prinzessin, deshalb 3 Sterne. Flashback für Super Nintendo. Ein neues Action-Adventure-Spiel aus der Zukunft mit toller dreidimensioneller Grafik und 6 Levels. Die Animation der Spielfiguren wirkt weich und realistisch. Grafik 3 Sterne. Sound ist leider nur mittelmäßig 1 Stern. Der Gesamteindruck lässt sich aber trotzdem sehen. 3 Sterne. Sam und Max, ein grandioses Krimi-Abenteuer in Comic-Grafik für den PC. Der Hund Sam und das Kaninchen Max müssen 2 entführte Freunde befreien. Die wirklichkeitsnahe Grafik und der originelle Sound verdienen jeweils 3 Sterne. Der komplett deutsche Bildschirmtext rundet die Bewertung ab. Verdient die 3 Sterne für Sam und Max. Winter Olympics für Mega Drive. Ein Sportereignis zum Nachspielen. In 10 Disziplinen können bis zu 4 Spieler ihre Kräfte messen. Bei 16 Megabit ist die Grafik zufriedenstellend, daher 2 Sterne. 2 Sterne auch für den etwas lieblosen Sound. Alles in allem für Spannung und Fun 2 Sterne. Dune CD für Mega CD.
In diesem Adventure-Spiel geht es um die Befreiung des Planeten Arrabis, frei nach dem Kinofilm Dune, der Wüstenplanet. Die brillante Grafik verdient 3 Sterne, genau wie die CD-Klänge des Sounds, also ebenfalls 3 Sterne. Somit eine erstklassige Unterhaltung in jeder Hinsicht, 3 Sterne. Ja, die Stimmung ist gut bei der ersten wöchentlichen Videogameshow im deutschen Fernsehen. Dominik, du bist in der Champion-Runde. Wollen wir mal gucken, was der Champ macht? Hier ist er nämlich, der Champion, der einzig echte, der wahre Champ der vergangenen Sendung. Ganz locker kommt er jetzt auf die Playtime-Bühne, begleitet von den 2 Cops. Christian, so macht man. Als Champ begrüßt man sich so, ganz amerikanisch natürlich. Christian, die letzte Woche auf Eis gelegt und richtig geübt, oder wie war's? Nö, habe ich glaube ich nicht nötig. Hat er nicht nötig. Der Champion, guck dir Dominik an, ist aber ein ebenbürtiger Gegner, ne? Müssen wir mal sehen. Ihr könnt es natürlich jetzt auch sehen, wir starten die Champion-Runde gleich. Ihr geht jetzt an die Konsolen, ich komme mit. Tiny Toons Adventures wird natürlich wieder gespielt in einem anderen Level. Und zwar sind wir jetzt Huibu-mäßig im Geisterhaus. Das Stichwort heißt, es ist Playtime! Fehlen nur noch Meryl Streep und Glenn Close. Wir müssen wieder Sterne sammeln. Oben die Lebensanzeige, die 3 Herzen. Sonst kenne ich nur Doppelherz. Buster Bunny rennt ein bisschen durchs Geisterhaus, guckt sich ein bisschen die Lage an. Christian war das, unser Champ. Was macht Dominik? Dominik hat schon 4 Sterne gesammelt. Genau richtig. Die Geister musst du auch mitnehmen. Die bringen natürlich Punkte. Genau richtig. Die verwandeln sich dann natürlich in Sterne, wenn man sie einmal berührt hat, dann muss man die Sterne noch einsammeln. 10 Punkte schon gesammelt. Ja, Dominik macht das ganz cool. Was macht unser Champion? Der Champ wackelt gerade so ein bisschen. Das heißt, er ist in dem Moment unverwundbar gewesen. Jetzt versucht er natürlich, dieses eher unsympathische Ungeheuer aus dem Weg zu räumen und 1 Stern einzusammeln. Bisher hat unser Champion nur 2 Sterne gesammelt. Noch nicht allzu viel. Wir haben noch 1 Minute. Für Dominik sieht es gar nicht so schlecht aus, Dominik. 18 Punkte schon gesammelt. Da kommt wieder der Gespenst da rein ins Bild. Die geben natürlich Punkte, die geben Sterne. Da kriegt er wieder den Wackelanfall. So. 23 Sterne schon gesammelt, Dominik. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Der Champ hat bisher nur 2 Sterne. Also der Champ ist heute tatsächlich irgendwie nicht so gut drauf. 30 Sekunden hat der Champ noch. Bei dem Champ ist jetzt erstmal wieder Pause angesagt. Wir gucken mal eben, was Dominik macht. Dominik ist schon mal 25 Punkte, also das Rennen scheint schon fast gelaufen zu sein. Der Champion heute leider der Totalausfall irgendwie, aber Dominik wäre somit der neue Champion. Die letzten Sekunden brechen so langsam an, Dominik. 26 Punkte, 10 Sekunden haben wir noch. Jetzt nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und... Kommt mit nach vorne. Das war die Champion-Runde. Dominik geht ganz locker hier auf die Playtime-Bühne. Und da kommt der Champ ein bisschen niedergeschlagen. Ne? Ja, das war nicht so. Nee. Woran lag's? Ja, ich glaube, er war besser. Irgendwie nicht richtig auf die Dinger. Mhm. Naja. Gut, wir gucken noch mal ganz kurz. 2 Punkte hast du nur gesammelt. Aber nicht ganz so schlimm. Ich nehme dir jetzt erstmal den Champion-Mantel ab. Ne? So, richtig. Da steht er wieder im Playtime-T-Shirt. Du bekommst natürlich auch ein Videogame zum Trost. Von unserem Kopf auf Tiny Toons Adventures für dich, für zu Hause. Bitte schön, Christian. Okay. Alles klar, das war der alte Champion. Now, here he is, the new Champion! So, Dominik. Alles klar, das ist der Champion-Umhang für Dominik. Dominik, wie viele Punkte hast du gesammelt? 27 zu 2, der neue Champion bei Playtime TV. Dominik, du bekommst natürlich jetzt auch erstmal als Belohnung 3 Spiele. Das sind erstmal Tiny Toons mit Buster Bunny, haben wir eben gespielt, für zu Hause. Dann gibt es die Turtles auch noch. Und ganz oben drauf gibt es nochmal Poppen Twin B. Die 3 Spiele gibt es für dich. Üben schon mal diese Woche zu Hause, weil wir sehen uns nächste Woche wieder.
Dann ist er nämlich der Champion und kommt nochmal, ist in der Champion-Runde dabei. Und ihr solltet in der nächsten Woche auch wieder hier an dieser Stelle sein. RTL 2 Playtime TV, die erste wöchentliche Videogame-Show im deutschen Fernsehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, es ist Playtime!